Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Randall's Monday mit Randall und eurem Gabro. Wir sind ein wenig, ratlos und rastlos. Jetzt habe ich es aber. Vor allem ich nicht genau weiß, was ich mit dem Plutoniumstab, mit dem Teleskop-Lichtschwert-Erweiterungs-Dingsbums machen soll. Und ich bin gerade, was heißt ein bisschen ratlos. Ich versuche, weil mich juckt das. Ich will unbedingt diesen Laser haben. Wo war das denn nochmal? Laser? Genau. Ich möchte unbedingt den Laser einfach bekommen und ich werde jetzt, genauso wie ich in der letzten Folge alles querbeet gemacht habe, werde ich das jetzt an jedem einzelnen Objekt durchführen, ohne Logik und... vielleicht funktioniert es ja. Möglicherweise. Boah, dieser Rechner geht mir ja sowas von auf. Dann fangen wir mal an. Das Blech, was wir vorher aufgesammelt haben. Nee. Okay, weiter geht's. Die Zeitungen. Ich denke nicht, dass das klappt. Und weiter geht's. In die nächste Runde geht die Partytröte. Das ist keine gute Idee. Der Baseball. Nein. Alles klar, verstanden. Das Duct Tape. Muss ich gar nicht. Weil der hätte das ja dann draufkleben können, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Okay, weiter geht's. Der Plutonium. Irgendwas muss ich doch haben, was da... Boah, geht der Rechner mir. Ey, Gott, ey. Ach, guck mal, da macht er sogar was. Ach so, der war rot, weil er... ich gehe hier erstmal raus, bevor ich hier irgendwas... viel angenehmer. Auch auf Ohren. Sieht aus wie der Laser, der mich fast gekillt hat. Kann ich den Laser jetzt irgendwie anwenden? Ich benutze den Laser nicht damit. Das wäre einfach nicht richtig. Wofür könnte ich denn... Ich benutze den Laser nicht damit. Warum nicht? Mach doch! Wäre toll, die Laserleistung mit Plutonium zu verbessern. Ich glaube bloß nicht, dass man das so macht. Ja, wie denn? Ich benutze den Laser nicht. Na gut, dann nicht. Dann eben nicht. Aber vielleicht kann man ja mal gucken. Ich habe da was im Kopf und probiere mal aus. Weil jetzt habe ich einen Laser. Mit dem Laser kann ich alles kaputt machen. Und ich kann damit doch wahrscheinlich sogar... Also ich habe es ja auf Blech versucht. Blech geht nicht. Vielleicht kann ich aber das Schloss hier kaputt machen. Ich habe ja ein Laser. Schloss. Yeah, wie in einem coolen Science-Fiction-Film. Oh, die Hitze hat wohl das Schloss geschmolzen. Das Problem ist nur, dass auch der Griff weggeschmuggelt ist. Oh nein. Shit. Ja, und wie soll ich jetzt die Tür aufkriegen? Geht nicht. Ich brauche was, wo ich dran ziehen kann. Ah, da fällt mir was ein. Da fällt mir wieder was ein. Da fällt mir nämlich... Ich habe nämlich bei... In Matts Wohnung habe ich ja den Magneten gesehen. Weil dann kann ich den Magneten nämlich so an die Wand pöppen. Und dann kann ich das aufziehen. Die Frage ist, mal gucken, ob ich irgendwas schon im Inventar... Aber ich konnte ja nicht mehr viel aufsammeln. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal probieren. Alles, was ich wieder im Inventar habe. Wobei, um an was weit Entfernten zu kommen, machen wir einfach mal. Nein, echt, wie lang ist denn das Ding? Ja, das geht doch nicht. Das bringt nichts. So komme ich nicht ran. Hä? Aber wie soll ich denn dann dran kommen? Kann ich mit dem... Ich benutze den Laser. Ich würde aber... Ich will da dran an den Magneten, verflucht nochmal. Ich komme nicht... Nein. Ich komme da dran. Mit dem Laser... Ich benutze den Laser nicht da... Kann ich nicht einfach hier in der ganzen Wohnung alles zunichte machen? Ach Mist. Nee.
Oder das Blech hier dran basteln? Weil das ist ja magnetisch. Jawohl! Super! Ach, lass ich doch hier Matt versauern. Jetzt hat er wieder alles auseinandergebaut. Tja, war nicht einfach, aber jetzt habe ich einen schönen Magneten. Tatsache. Hey, jetzt kann ich direkt wieder. Oh, das Blöde ist jetzt nur, jetzt muss ich wieder diesen ganzen Weg zurückfahren. Wo war das denn gleich nochmal? Da, in Randall. Bei mir zu Hause war das. Und jetzt hoffe ich auch, dass ich natürlich die Tür damit aufbekomme und nicht, dass mir noch 27 Sachen fehlen. Bitte nicht! Bitte lass mich da keine 27 Sachen suchen. Jawoll. Jawoll. Was haben wir da? Ein Schwamm? Werkzeugkasten? Okay, ich glaube, ich behalte den hübschen Lötkolben und das Zinn. Kann ich den... Ich glaube, den Magneten kriege ich nicht mehr, ne? Doch, Tatsache. Die Kiste lasse ich da. Gut, super. Und wieder zurück. Boah, ist das... Eieieiei. Das ist aber hier eine ganz schöne Weltreise. Wohin wollte ich denn jetzt nochmal? Scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Lötkolben müsste ich nach Charlie, ja? Müsste ich doch Charlie und dem komischen Space Nerd Lötkin. Oh, Lötkin. Löt. Lötkolben und Zinn geben. Jetzt haben wir's. Aber ist das so ein Kombiprodukt? Lötkolben und Zinn. Ja, das ist so ein Kombiprodukt. Bitte sehr, Lord Vader. Ausgezeichnet, Admiral. Damit wird's gehen. Super. Bist du schon fertig? Okay, fertig. Ich brauche nur noch ein paar Batterien, um's auszuprobieren. Ach komm. Warum hast du das nicht schon vorher gesagt? Das ist ein Kofferradio, das läuft mit Batterien. War dir das nicht klar? Darth Klugscheißer. Aber ich hab doch... Aber was... Na, wahrscheinlich nicht eine, ne? Du glaubst ja wohl nicht im Ernst, dass eine Batterie reicht, oder? Ah, ich hab's... Ja... Hat er die jetzt aber genommen? Nein, die hat er nicht genommen. Und wo soll ich jetzt... Kann ich nicht hier aus dem Lichtschwert? Das ist ein Lichtschwert. Naja, so ein Spielzeuglichtschwert. So mit Lichtern und so. Komm, Lichtschwert hat doch Batterien. Aber wie komme ich denn da dran? Mit dem Hammer drauf? Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Warte mal. Ein Schraubenzieher. Man kommt meist mit einem, an so einem Dingsbums mit einem Schraubenzieher. Ist ja, boah, der hört sich ja immer noch grausam an. Schrecklich. Also, hast du ihn repariert? Sieht's vielleicht danach aus? Dann hat der Schraubenzieher wohl gar nicht geholfen. Nein, das stellt mich vor zwei Möglichkeiten. Den Kundendienst anrufen oder das Ding anzünden. Und das Telefon ist kaputt, also... Weißt du, mir gefällt der Song wirklich. Du mochtest auch Sucker Punch. Deswegen ist das noch lange kein guter Film. Was weißt du denn schon? Ach, da ist er. Wenn du mit dem Schraubenzieher fertig bist, kann ich ihn dann haben? Ach, mach, was du willst, Mann. Ich brauche ihn nicht mehr. Boah, ich muss hier erst raus, bevor ich hier irgendwas ausprobiere. Ich weiß nicht, also vor allem wenn, ich weiß nicht, ob das über die Boxen ganz schlimm ist, aber über Kopfhörer grauenhaft. War ganz einfach. So, zwei Stück, bitteschön. Bitte sehr, Kumpel. Zwei Batterien. Super. Gute Neuigkeiten, Admiral. Der Transmitter ist wiederhergestellt. Danke, Lord Vader. Und nun, mit Ihrer Erlaubnis, kümmere ich mich mal um wichtigere Dinge. Und dafür brauche ich das Radio, das Sie gerade repariert haben. Nicht so schnell. Ich verlange etwas im Gegenzug. Oh Mann, du hast nicht gesagt, dass du was haben willst. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass ich das für umsonst mache. Mann, ich war's doch, der dich erpresst hat. Das stimmt. Aber jetzt bin ich derjenige, der etwas hat, das du brauchst. Und ich will was im Gegenzug. Ist ganz einfach. Hilf mir, mein Kostüm etwas aufzuhübschen. Okay, dann spuck's schon aus.
Ich brauche ein besseres Lichtschwert. Das hier ist nur ein Spielzeug. Ich will eins, das echt aussieht. Aber wo zum Geier soll ich denn sowas finden? Ich repariere Sachen, du besorgst Sachen. Ganz einfach. Ich will ein neues Lichtschwert. Was auch immer. Ich schau mal, was ich machen kann. Obwohl, da hatten wir doch schon was. Also, ich geb... Hier, komm. Bitteschön. Was zum Geier soll das denn sein? Was Besseres kann ich nicht auftreiben, okay? Was ist das hier? Tesafilm? Vielleicht. Das ist inakzeptabel. Das ist, das ist eine Beleidigung für das Imperium. War ja klar. Ich kann doch kein Lichtschwert tragen, das nicht rot ist. Weißt du das nicht? Natürlich weiß ich das, aber du bist eine Episode zu spät. Ich finde heute einfach keine rote Farbe. Es geht ja nicht nur um die Farbe. Die Batterien fehlen und es funktioniert nicht mal. Ich hab doch die Batterien gerade. Genug! Das ist inakzeptabel. Sie haben mich im Stich gelassen, Admiral, und damit das Imperium. Ich werde keine weiteren Fehler zulassen. Bringen Sie mir, was ich brauche. Oder machen Sie sich darauf gefasst, die Macht zu spüren. Oder machen Sie sich darauf gefasst, die... Oder machen Sie sich darauf gefasst, die Macht zu spüren, die Macht an Ihrem Hals zu spüren. Okay, wenn man dich mitzählt, habe ich wohl schon mit jedem einzelnen Freak in dieser Stadt gequatscht. Erstaunlich. Toll, schmeißt er das einfach auf den Boden, was wir... Das ist alles, was von frisch geklaut haben. Übrig ist. Nur der Griff. Okay, ich hatte ja schon in der letzten Folge oder so, hatte ich ja schon mal hier die Idee mit dem Plutonium. Das wäre sicher eine super Batterie, aber im Moment ist es nur ein Griff. Kann ich denn nicht hier irgendwie... Wäre toll, die Laserleistung mit Plutonium zu verbessern. Ich glaube bloß nicht, dass man das... Hier, ich habe doch so ein Duct Tape, verflucht nochmal. Das kann ich doch bestimmt hier irgendwie... Muss ich gar... Komm schon. Okay, das sieht Ach, gut ein aus. Laserschwert, ja klar. Kinder, macht das nicht zu Hause nach, wenn die Eltern nicht dabei sind. Bin ich jetzt fertig? Ist das jetzt ein Laserschwert? Hier ist dein scheiß Lichtschwert oder was auch immer. Und sei vorsichtig mit dem Ding. Ich weiß nicht, was abgeht, wenn man es einschaltet. Sehr witzig. Mal sehen. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Heilige Mutter des Imperators! Das ist erstaunlich! Schalt das ab, bevor du jemanden umbringst! Spektakulär! Hier ist Ihr Radio, Admiral. Ich muss jetzt einige Tests durchführen. Ich hau ab, bevor ich eine Hand verliere oder so. Ach ja, durch den Laser wird das ja... Stimmt. Durch den Laser wird das Ganze ja rot. Alles klar gecheckt und ich habe direkt die nächste Idee. Was? Wie jetzt? War hier nicht mal die U-Bahn? Hä? Sag mal. Jetzt sag nicht. Nein, du willst mich doch ver... Du willst mich doch verarschen. Schon wieder. Einmal. Hey, ich will in die U-Bahn. Wow. Ja, kenne ich. Vielleicht nochmal rein und wieder zurück oder so. Scheiße. Ey, erzähl nicht. Nein, schnell wieder raus. Ich will mir das gar nicht anhören. Ja, da ist die U-Bahn. Gott sei... Boah, ich habe jetzt schon Schrecken bekommen, dass ich nicht mehr wegkomme. Boah, das wäre echt fies geworden. Mein Gott. Kann mich doch nicht so erschrecken. Mann, 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 Mann. Und zwar, der war ja zumindest, wenn ich da reingesprochen habe, war der ja immer abgelenkt. Und jetzt habe ich ja ein funktionierendes Radio, womit er auch abgelenkt ist. Hoffentlich. Aber ich weiß nicht weiter. Ja, und hier... Kann ich die jetzt mit einem Baseball abwerfen? Wo ist mein Baseball? Da oben ist mein Baseball. Weil jetzt guckt er nämlich zumindest die ganze Zeit nach links. Magnet vielleicht? Hey, was glaubst du, was du da tust? Gar nichts. Wie, geht das jetzt oder geht das jetzt nicht? War ich jetzt im richtigen Augenblick da oder nicht?
Oder ich war zu weit weg. Das kann natürlich auch gut möglich sein. Komm, wirf die Münze. Menk, hallo. Ja, komm, ich kratze dir den Kopf. Los jetzt. Der wirft die Münze nicht. Hey, was glaubst du, was du da tust? Ich weiß nicht. Ich probiere gerade etwas aus. Kann ich das vielleicht aus der Kiste? Aber das ist doch viel zu weit entfernt, oder? Oder? Nee, was echt zum, jetzt? Wo zum Geier ist mein Busgeld? Echt jetzt? Ich musste das aus der Kiste machen? Na gut, das soll mir ja egal sein. Kann ich jetzt kann ich auch wieder das Radio mitnehmen. Haha. Jetzt habe ich ja eine Münze oben für den Kondomautomaten, wa? Jetzt kann ich den Kondomautomaten verwenden. Jetzt wird's ein bisschen schmutzig. Ah, eine Münze, endlich! Das mag komisch klingen, aber ich werde mir mit meiner einzigen Münze keine Kondome ziehen. Warum? Boah, du passt aber auch gar nicht auf deine Gesundheit auf. Aber es gibt noch eine Stelle hier im Spiel, wo ich tatsächlich noch so eine Münze verwenden kann. Da, wo ich schon 27.000 Mal vorbeigelaufen bin. Und zwar nämlich hier der Kondomautomat. Quatsch, jetzt habe ich die ganze Zeit nur noch den Kondomautomaten im Kopf. Ich meine natürlich den Kaugummiautomaten. Genau den meine ich. Du dai, du dai. Da kann ich jetzt meine Münze rein. Aber, also wir halten mal fest, ja? Er kauft sich lieber. Obwohl, ich weiß ja noch gar nicht, ob er es macht. Was zum. Hey, wo ist mein Kaugummi? Hast du gerade meine Münze verschluckt? Hast du überhaupt eine Vorstellung, was ich alles durchmachen musste, um da ranzukommen? Scheiße, das ist so unfair. Wie jetzt? Ist das. Kann ich den daran verwenden? Ich glaube, gegentreten reicht. Ach so. Ja, dann tritt doch gegen. Ha, ich will nur haben, was rechtmäßig mir gehört. Das sieht immer noch aus wie so ein Pokémon-Ball. Und da drin ist jetzt ein klitzekleiner Pikachu. Und die Überraschung ist eine riesige Rolle Kaugummi. Und jetzt? Was soll ich da mit dem Kaugummi? Eine Rolle extra klebriges Kaugummi. Wie lang die wohl ist. In der Kugel war mein Kaugummi drin. Toll. Und wie schon gesagt, also wir halten das mal fest. Der Dieb, den kann ich erst das, wenn ich hier die Polizei mache, kann ich vielleicht dem komischen. Ja, doofe. Kann ich vielleicht dem Jungen Kaugummi andrehen, möglicherweise? Ach so, ja, stimmt, der wollte doch Süßigkeiten. Ich komme mit Süßigkeiten. Ich bin der kleine. Ich bin der fremde Kerl, von dem man immer Süßigkeiten nehmen kann. Wehe, du nimmst die Süßigkeit nicht, dann hau ich dir das Ding um die Ohren. Willst du was Süßes, kleiner Freund? Was soll das denn sein? Tja. Bietest du mir wirklich dieses eklige Stück Kaugummi an? Hey, das ist mit extra Zucker. Na und? Das ist immer noch doofes, ekliges Kaugummi. Ich dachte, ihr Kids mögt Süßes. Klar, zum Beispiel Bonbons, Schokolade, Gummibären, Eiscreme. Aber kein Kaugummi, du Arschloch. Okay, ich merk's mir. Na, okay. Ja, also Kaugummi nicht und ne. Nein, ich hab ja. Das geht ja gar nicht mehr. Ach, scheiße. Ich dachte jetzt hier noch einen Laser gehabt, mit dem ich den Ballon zerstören kann. Aber habe ich ja gar nicht mehr. Was wollte der Junge noch? Der Junge wollte eine Knarre haben. Er hat hier eine. Also der stilvolle Nerd, der hat eine Knarre. Ein Schuss in die Luft am herrlichen Tage reicht fürs Erste. So, was könnte ich denn noch hier? Er hat hier noch den Nagelschießer. Und Nagelschießer heißt für mich im Umkehrschluss Waffe. Eine Waffe, mit der man schießen könnte. So nehmen kann ich es aber einfach nicht, ne? Ich sagte, das ist kein Spielzeug und ich wiederhole mich nicht gern. Verzieh dich einfach. Okay, entspann dich.
Und das Maßband kann ich auch nichts nicht. Für Nein, ich wollte das Maßband nehmen. Es funktioniert nicht. Was habe ich denn jetzt alles? Ich habe Kaugummi. Fangen wir mal wieder von hinten. Bah, irgendwas muss doch. Ich fange einfach von hinten an und gucken wir mal. Hier, Bob. Das ist mein Kaugummi. Und nur meiner. Ja, ist ja gut. Also an Bob geht das nicht. Hier, Werkzeuggürtel. Ach, es gibt gar keinen Werkzeuggürtel mehr. Dann Maßband. Wie jetzt? Bitte sag nicht, dass das abgeschmiert ist wieder. Was? Der hat das jetzt echt gegen gegen Kaugummi getauscht? Willst du mich verscheißern? Nein, echt jetzt? Entschuldigung, mein Freund, aber ich brauche deine Nagelpistole. Ich hab den jetzt... Verdammter Penner! Ich finde dich schon! Du wirst dich nicht mal an mich erinnern. Ich hab den jetzt echt mit dem Kaugummi festgenagelt mit der Pistole. Haha, lustig. Na gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir diesem hässlichen, kleinen, ekelhaften... Ach ja, wie war das gleich nochmal? Ein Schwein, das wie ein Mensch aussieht, aber immer noch wie ein Schwein. Mal gucken, ob wir mit der Nagelpistole da weiterkommen oder mit der Nagelpistole seinen Ballon kaputt machen können. Das wäre doch auf jeden Fall eine richtig geile Idee. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Click in on Monday, Randall's Monday mit eurem Gabro. Bis dahin.